Der Saisonstart für den FC Ingolstadt war jetzt eher durchwachsen. 6 Spiele, 1 Punkt ist nicht die beste Bilanz. Wie ist die Stimmung im Moment in der Mannschaft? Ja, uns ist allen klar, dass wir eben zu wenig Punkte haben für die Anzahl an Spiele. Wir haben sehr, sehr viel investiert, aber konnten die Spiele leider nie auf unsere Seite ziehen. Und ja, das geht jetzt in den nächsten Wochen zu verbessern. Wir sind nicht zufrieden. Wir wissen, dass die Situation schwierig ist, aber die ist nicht aussichtslos. Und wir sind alle optimistisch, dass wir da unten wieder rauskommen und glauben, dass wir jetzt auch in Köln damit anfangen werden. Der Trainer hat gerade eben in der Pressekonferenz gesagt, es wären Kleinigkeiten, die zu ändern wären. Was sind das für Kleinigkeiten? Ja, dass man in eigenen 16er dann den Fuß davor bekommt, ihn klärt, die richtige Entscheidung trifft und den Ball vielleicht mal auf die Tribüne schlägt. Ja, und im gegnerischen 16er vielleicht mal den Schritt schneller ist und den Ball über die Linie drückt oder ihn erzwingt. Und ich glaube, es waren sehr, sehr viele gute Ansätze auch in den Spielen davor da. Wenn man jetzt das Hamburg-Spiel oder das Bayern-Spiel mal sieht oder die erste Halbzeit in Gladbach. Aber wir haben es halt nie geschafft, über 90 Minuten wirklich so konstant fehlerlos zu spielen. Und ja, ich glaube, dass wir jetzt defensiv ein bisschen einen Schritt zurückgehen, ein bisschen kompakter stehen werden, den Gegner wieder mehr den Ball geben werden und vielleicht ein bisschen mehr kontern werden. Und ich glaube, dass wir uns da auch wieder die Sicherheit holen werden. Kommt am FC Ingolstadt eine defensivere Spielweise entgegen? Ja, ich denke schon. Ich denke, dass vielleicht dieses nicht ganz so risikobehaftete Spiel, ja, vielleicht, wenn man jetzt gerade nicht von Selbstvertrauen schrotzt, uns entgegenkommt. Wir werden unsere Spielweise nicht um 100 Grad ändern, sondern wir werden trotzdem weiter aggressiv in den Zweikämpfen bleiben und auch vielleicht phasenweise auch wieder pressen. Aber das Grundschema wird eher sein, dass wir den Gegner den Ball überlassen. Jetzt geht es ja gegen Köln. Sie haben ja Beziehungen zu Köln. Sie haben vor 6 Jahren nur in Köln gespielt. Haben Sie noch Kontakt nach Köln? Ja, mit 1-2 Spielern, also mit Thomas Kessler, ist einer meiner besten Freunde immer noch, mit dem habe ich immer noch stetigen Kontakt und ja, ich verfolge natürlich die Kölner so, aber jetzt am Wochenende wird einmal die Liebe ausgeschaltet und ich werde alles dafür tun, dass der FC Ingolstadt in Köln gewinnt. Überrascht Sie die Entwicklung von Köln? Im Grunde nicht. Also das Potenzial war immer schon zu sehen, aber es kam immer wieder die Unruhe rein. Das Umfeld wurde sehr, sehr schnell unruhig und ja, die Mannschaft konnte halt nie in Ruhe arbeiten. Und jetzt mit Schmadtke und Stöger ist jetzt endlich eine Zeit gekommen, wo dann auch den Verantwortlichen die Zeit gegeben wurde, um wirklich konzentriert zu arbeiten. Und dann sieht man eben, was in Köln möglich ist.